Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute das Cover an von Jenny of Old Stones. Das ist quasi der Song, der kurz vor der langen Nacht in Game of Thrones gespielt worden ist, kurz vor der Schlacht gegen die White Walker, soweit ich weiß, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist schon ein bisschen her. Und ja, es handelt sich hier vermutlich um ein Metal- oder ein Mittelalter-Rock-Cover, denn die Bandmitglieder, dadurch bin ich auch auf den Song aufmerksam geworden, kommen alle aus dem Metal- bzw. Mittelalter-Rock-Bereich. Es sind Leute von Feuerschwanz dabei, ich muss gerade mal auf meinen Spickzettel gucken, von Amaranth, von Ad Infinitum, also die Melissa Bonny, die hat ja auch schon mit Feuerschwanz zusammengearbeitet. Und, ne? Also von daher gesehen schon mal eine ganz, ganz gute Kombination. Alles Bands, die ich selber schon mit gereactet habe und mir angeschaut habe. Und deswegen bin ich so ein bisschen aufgeregt und begeistert, was denn die Jungs und Mädels da vorbereitet haben. Und ich habe gelesen, dass die Version soll wohl so gut sein, dass jetzt AFM Records die Jungs und Mädels in der Kombination unter Vertrag genommen hat und dass die jetzt auch in diesem Stile wohl ein komplettes Album ausarbeiten. Da bin ich auch sehr gespannt und wenn ihr den Song mögt, unten gibt's wie immer im Infopanel den Originallink. Da könnt ihr auch die Jungs und Mädels unterstützen und weitere Informationen bekommen. Ansonsten gibt's natürlich auch noch weitere Infos zu mir. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Video an und ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. So, ich mache mal ein ganz Stück zurück. Ich glaube, das trifft es hier, glaube ich, ganz gut, die Einstellung. Ich muss mal kurz, will die Hafer haben. So, also, erster Eindruck von mir vom Video bis jetzt. Ganz cool. Ich mag ja klassisch und Metal so ein bisschen gemischt. Und wie es scheint, kommen so ein bisschen die einzelnen Bandmitglieder, die sonst irgendwo wahrscheinlich so eine Rolle eingenommen haben, so ein bisschen raus. Das ist ja zum Beispiel die Katze, mir fällt gerade den Namen ein. Sie ist eigentlich mehr oder minder, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, bei Feuerschwanz das Maskottchen. Das heißt, sie macht halt bei den Live-Auftritten viel drumherum und tanzt und macht Animationen und spielt vielleicht mal bei kleineren Stücken irgendwie so mal so ein Zwischenstück. In einem Lied hat sie auch schon die Harfe gespielt. Und hier nimmt sie jetzt halt die Rolle ein einer richtigen Harfenspielerin. Also nicht mehr als das Maskottchen. Und die Melissa, das war die Sängerin halt, die kann ja auch sehr stark so dieses Growlen, also dieses Rumschreien, sag ich mal. Und hier hat sie dann doch mehr ihre melodische Stimme ausgepackt. Und wahrscheinlich ist das halt auch von den Jungs und Mädels hier ganz gut, um mal was Neues rum zu experimentieren, ohne gleich den Stil der eigentlichen Bands, in der die spielen, so zu verändern. Das ist jetzt mein Eindruck und ich finde, bis jetzt hört sich das ganz ordentlich an. Bin mal gespannt, wie dann die selbstgeschriebenen Stückchen sind, aber gucken wir erstmal weiter. Hey,
okay, sie schreit doch wieder rum. So kann man sich täuschen, okay. Ein zweites Zwischenfeedback. Ich lasse gleich nochmal den Übergang flüssig laufen. Also ich finde den Song tatsächlich cool. Mir fehlt aber so ein bisschen das gewisse Etwas. Also der Song ist solide, der Gesang, ich mag das ja auch, Klassik etc. Aber mir fehlt noch so ein bisschen dieses, was mich abholt. Also so richtig, was mich so, wo ich sage, ich habe Bock auf mehr. Das ist bis jetzt okay, aber es lässt mich jetzt noch nicht so richtig nach dem neuen Album sehnen. Mal gucken, wie das ist mit eigenen Stücken, ne? Das ist ja jetzt nur ein Cover, da ist man ja auch noch in einer gewissen Form man muss so eine gewisse Form einhalten, auch wenn man da so ein bisschen ausreißen kann, aber es muss ja schon irgendwie das Lied erkennbar bleiben. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Album, bis jetzt ist es okay und solide, aber mir fehlt noch so ein bisschen das Fünkchen, wo ich mir denke, boah, ich hab Bock, ich will mehr von denen hören. Das habe ich gerade noch nicht. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost, the one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the Ja, ich glaube, wir haben es. Ich gucke nochmal ganz kurz. Nein, es kommt nur noch das Outro und Werbung. Ja, soweit der Song, die Coverversion von Game of Thrones. Wie gesagt, meine grobe Einschätzung zu dem Song hatte ich ja schon in diesen beiden Zwischenstücken euch mitgeteilt. Im Großen und Ganzen finde ich ansonsten die Videoumsetzung richtig cool, auch natürlich geschminkt und ja, das Ambiente passt natürlich auch in dieser Höhle, dann draußen mit dem Licht. Das ist alles halt auch dieses Mittelalter-Feeling, was es da halt vermittelt. Also dieser Mittelalter-Rock, Schrägstrich-Metal, die Kombination ist ein bisschen fließend hier. Wie gesagt, finde ich alles gut, aber das gewisse Etwas fehlt mir irgendwie noch. Keine Ahnung. Kommt vielleicht dann bei den selbstgeschriebenen Songs. Mal gucken. Also, soweit, so gut. Ich würde sagen, ich halte da trotzdem natürlich ein waches Auge drauf auf die Jungs und Mädels, was dabei rumkommt. Ansonsten bleibe ich, glaube ich, eher lieber bei den ursprünglichen Kombinationen, insbesondere Feuerschwanz und Amaranth. Die haben doch irgendwie so ein gewisses eigenes Fünkchen, ein eigenes Etwas, was mir einfach irgendwie besser gefällt. So, jetzt bleibt noch der Aufruf, wenn ihr Bock habt, also erstmal, wenn ihr durchgehalten habt, super, vielen Dank. Und wenn ihr Bock habt, neue Musik zu entdecken, schaut euch einfach mal auf meinen Playlisten um. Die sind sortiert nach Genres. Und da findet ihr große Bands, aber auch kleine Bands, so wie die hier, die man noch nicht so kennt, die noch nicht so verbreitet sind. Vielleicht findet ihr auch da eure neue Lieblingsbands oder einfach eine Band, die ihr neuerdings dann gerne hören wollt. Oder ja, wie auch immer.
soweit immer mein Aufruf bzw. mein kleines Motto dieses Kanals hier, dass ich da auch immer kleinere Bands mit unterstützen möchte. Ja, ich bin jetzt raus, ich habe genug gelabert, ich wünsche euch was, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder, euer Balfemort, ciao!